Gottes Willen. Willst du noch mal aus Sponsoren lesen? Homo Womo Konvoi 2017, das war gestern. Ja? Homo Konvoi 2018, das ist heute. Hier haben wir den Momo-Konvoi 2018 und nicht nur den Momo-Konvoi 2018, sondern auch den Dieter Kreuzschmidt. Hallo Dieter. Ja, Helmut, schön, grüß dich, dass wir uns hier treffen auf der Messe. Ich wollte den Dieter natürlich zu seinem Anliegen, was er jetzt dann hat ab September, nämlich dass er den Momo-Konvoi mit knapp 700 Fahrzeugen da durchziehen muss oder will, ja, möchte ich ihn auch fragen, auf den Umweltfrevel ansprechen, denn er produziert ja dadurch auch Schadstoffe und er hat dann noch dazu das C-Kennzeichen, was er einführen will, dass wir mit unserem Wohnmobil die Umwelt noch mehr verbessern können. Dieter, wie stehst du dazu? Ja, das ist, danke für das Stichwort. Das war ja eigentlich im letzten Jahr der ganz große Aufreger. Man hat gesagt, wir haben die Schadstoffdiskussion und da müssen wir jetzt in Deckung gehen und das Genick einziehen. Wir haben gesagt, nee, das Gegenteil ist der Fall. Es kann doch nicht sein, dass unsere Reisemobile entwertet werden. Der Händler gibt dafür weniger Geld, weil er sagt, Euro 5, Euro 4 kann ich nicht mehr weiterverkaufen. Die Reisemobile kann man nicht mit einem PKW oder mit einem Transporter vergleichen. Und das müssen die Verantwortlichen in Berlin auch einsehen. Ich kann ja nicht mein Einfamilienhaus abreißen, nur weil die Heizung nicht mehr dem neuesten Stand entspricht. So muss man es vergleichen. Und wir wollen die Leute einfach sensibilisieren und sagen, schaut her, wir sind viele. Wir sind eine halbe Million Reisemobilfahrer, vor allem in Süddeutschland verdient der Staat sehr viel Geld mit Steuern. Wir zahlen Mineralölsteuer und so weiter. Wir schaffen viele Arbeitsplätze. Und deswegen haben wir also dann beim Konvoi 2017 uns mal ein paar Gedanken gemacht und kamen dann also zwingend auf das C-Kennzeichen. Warum C-Kennzeichen? Ganz einfach, es gibt ein H-Kennzeichen für historische Fahrzeuge. Witzigerweise gibt es 460.000 Oldtimer, es gibt 470.000 Reisemobile, fast die gleiche Menge. Die Oldtimer dürfen überall fahren, egal wie schadstoffbelastet das Auto ist, wir dürfen es nicht. Da ist Handlungsbedarf und deswegen also der Konvoi. Zwei Dinge sage ich vielleicht noch dazu. Man muss ja auch berücksichtigen, dass ein Wohnmobil bei weitem nicht so viel unterwegs ist wie ein LKW. In die Städte fahren wir nur selten, denn meistens fährt man mit dem Wohnmobil so und so außen herum. Und das Wesentliche am Wohnmobil, und man sieht es ja hier, der ganze Caravan-Salon ist eine Großveranstaltung, die nur mit Caravaning zu tun hat und die auch nur dann funktioniert, wenn wir mit unseren Fahrzeugen unterwegs sein dürfen. So ist es. Eine Frage noch. Ja? Wohnmobilkonvoi. Ja. Was liegt dir am Herzen? Ich habe gesehen, ihr habt also euer Soll an Teilnehmern schon überschritten, aber soll man noch Werbung machen oder soll man sagen, Leute, ja, stellt euch... Nee, wir werden nie genug haben. Also wir haben ja gesagt, Konvoi der 1000. Je mehr wir sind, desto mehr wird man auf den Konvoi schauen. Es stimmt schon, wir haben momentan die quasi kritische Grenze von 672 Fahrzeugen erreicht. Aber wir wollen hier vom Caravan-Salon weggehen, mal mindestens mit 800 oder mit 900 Teilnehmern. 1000 wäre natürlich optimal. Und ihr werdet alles sehen, diese Bewegung, so wie sich das im letzten Jahr entwickelt hat, gerade mit C-Kennzeichen, das wird einfach weitergehen. Und es wird gut sein für jeden Camper. Wir wollen ja in 10 Jahren immer noch das schönste Hobby der Welt betreiben. Natürlich. Sonst können wir auch ins Hotel gehen. Ich möchte auch an dieser Stelle noch erwähnen, dass Sven und Leimer, das sind zwei YouTuber, die wir ja auch heute schon getroffen haben, die haben auch eine Open-Petition eingerichtet, eben definitiv ähnlich so wie das C-Kennzeichen. Und da könnt ihr euch auch mal nachschauen im Kanal. Und dann natürlich zusätzlich beim Dieter Kreuzschmidt. Kreuzschmidt, wir haben ja erst letztens ein Video gemacht zu Waldtürn. Ich blende das dann auch mal oben ein. Ich muss mal schauen, wo ich mich orientiere. Ja. Wo ist es? Da oben. Da oben ist es. Ja, also da blende ich das ein. Okay. Und zwar von Waldtürn haben wir auch über die Firma Kreuzschmidt berichtet. Dein Zuhause. Ja. Du bist Eigentümer der Firma Kreuzschmidt.
Ich war Eigentümer der Firma Goldschmidt bis zum Jahre 2013. Ende 2013 ist die Firma Goldschmidt Techmobil verkauft worden an die Erwin Hümer Group. Das heißt, ich habe eigentlich den Namen gemeinsam, bin immer noch Markenbotschafter natürlich für meine ehemalige Firma bis zum Jahresende, aber ich verdiene kein Geld mehr damit. Also wenn jetzt jemand denkt, wenn er am Konvoi teilnimmt, dann macht er irgendwo den Herrn Goldschmidt reich, dass er mehr Federn verkauft. So ist es nicht. Die Firma Goldschmidt Techmobil ist natürlich Sponsor, aber das ist auch Alco und um jetzt mal eine andere Fahrzeugtechnikfirma zu nennen auch. Also es ist keine Werbeveranstaltung für die Firma Goldschmidt. Nee. Das ist dein persönliches Anliegen, dieser Womo-Konvoi. Genau so ist es. Möchtest du noch was dazu sagen? Ja, ich möchte noch dazu sagen, wir arbeiten natürlich alle ehrenamtlich tausende von Stunden. Wir verdienen kein Geld mit der Veranstaltung. Sollte was überbleiben, was eher unwahrscheinlich ist, dann wird das alles gespendet. Okay, in diesem Sinne, wir unterstützen das. Wir haben ja schon das Video gedreht von Badisch-Sibirien und wir hoffen, dass diesmal die Teilnehmer etwas disziplinierter sind, ja, und da etwas näher auffahren, damit der Konvoi komplett gelingt, also nicht nur die meisten Fahrzeuge, sondern auch in dem richtigen Abstand und ihr den neuen Weltrekord habt. Genau so, sonst müssen wir es nächstes Mal nochmal machen. Ja, dann kommen wir 2019 wieder und sprechen wieder miteinander. Spaß, ja. Schneid's raus. Ja, okay. Also, ciao zusammen, ja, die starten raus, ja. We'll be right back.